Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Jump World. Ja, manche haben sich beschwert, eigentlich nur einer, Freddy, dass ich nicht Hallo, euren Freunde gesagt habe. Ja, sorry, das habe ich echt komplett vergessen. Und ich habe hier, glaube ich, ein Secret gefunden. Und wir spielen heute die Map von King Nick. King Nick war langweilig. Also ich stelle mir jetzt hier keine vielversprechende Map vor, aber vielleicht wird es auch ganz cool. In diesem Format könnt ihr mir Fragen schicken auf Ask.fm oder auch in den Kommentaren. Instagram, however. Ja, wie auch immer, ne? So, dann beginnen wir mal die Map. Oh nein, Leute, mein Feind. Ey, ich nehme das hier zum zweiten Mal auf. Jetzt zwar nicht die Map, aber Part 2 hatte ich schon aufgenommen, aber dann habe ich die Kommentare gelesen, dass ich Eulenfreunde vergessen habe. Deswegen nehme ich das jetzt hier nochmal auf. Extra für euch. Ja, wenn du nicht weiter... Achso, wenn du nicht weiter weißt. Ein kleines Labyrinthchen. Hä? Immer rechts halten, immer rechts halten. Ah, hier. Ist doch kein Labyrinth. Och nee, Leute. Was ist das denn hier? Oh Gott, ich hab's. Oh Gott. Das ist ja hier echt ein Horror-Jump-Man für mich. Ich hasse Leitern. Hä? Ich wollte da abkürzen. Oh nein! Scheiße! Wo geht's hier hoch? Wo? Hier. So, die erste Frage. Wenn du dir eine Augenfarbe aussuchen könntest, welche wäre es? Oh, ich hätte ja eigentlich ganz gerne komplett schwarze Augen, ne? Weil ich glaube, das hat selten jemand, ne? Und das wäre schon sehr, sehr cool. Oder vielleicht auch lila Augen. So eine lilane Augenfarbe. Gibt es die über... Hä? Was ist denn da über mir? Ich muss jetzt da mal eben kurz gucken, ey. Hä? Verstehe ich nicht. Wieso ich da nicht springen kann? Denke ich, da sind keine Blöcke oder was? Mann. Ja. Oder halt wirklich so klassisch. Blaue Augen. Ich habe zwar blaue, aber leicht grau noch dazu. Ah, ich kann hier nicht springen. Okay. Hä, ich verstehe. Was? Was willst du hier von mir? Also hier, ja. Dann hier, ja. Was ist denn da? Kann ich hier springen? Ich weiß es nicht. Ich traue mich gerade gar nicht mehr. So. So. Oh, das war... Oh, nee. Ah. Ich sehe das Glas. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass das geht. Oh mein Gott, super. Wasser ist tricky. Okay, haben wir geschafft. Hopp, boah, ich fand den Part eigentlich echt schon ganz schön cool. Oh, jetzt bin ich runtergeplumpst. Und hopp. Ja, genau. Blau, lila oder schwarz. Oder weiß. Oh mein Gott. Dass das so weiß-graue Augen sind, weißt du? Oh, das ist ja mega cool. Was ist das denn hier? Ich glaube, ich muss nach oben, oder? Kann ich hier irgendwo hoch? Ah, da! Ich hab's gefunden. Hier. Boy. Oh. Oh Gott, ey. Junge. Hä? Ah, jetzt. Jetzt geht es. Und hopp. Gut. Puh. Ich glaube... Oh Gott, ich hasse Spinnenweben. Aber ich hasse auch diesen Sprung hier, glaube ich. Ah, nee, hasse ich doch nicht. Oh, kein Fallschaden. Damit habe ich jetzt 100%... Oh Mann, hier war nur ein Secret. Mist, ey. Ach, zurück kommen wir gar nicht, ne? Nee. Okay. Speedy Gonzales.
Mann, ey. Es ist ja hier auch irgendwie die ganze Zeit ein Prank, oder? Weiß auch nicht. Och, Alter. So, langsam. Diesmal bin ich langsamer als vorher. Komm. Wo ist der Block? Muss ich so an die Seite springen? Ich probiere das mal. Ja, aber man springt nicht ganz so weit. Boah, Alter, es ist auch schwer, da auf der Karte zu bleiben, ne? Nee, nee. Da muss ich da mal kurz gucken. Also hier, ja? Oh, jetzt bin ich hier. Hier ist ein... Das ist ein anderer Block. Hier? Hä? Aber oben ist doch kein Loch. Oder bin ich bescheuert? Hey, was ist das, Junge? Oh Gott, Junge, ey. Was... What are you verlangen von mir? Das schaffe ich doch nie. Scheiße, ey. Boah, ich spring viel zu weit. Entweder ich muss früher abspringen. Aber keine Ahnung. Wenn ich jetzt von... Oh Gott, jetzt bin ich runtergeplumpst. Oh, fast. Auf jeden Fall war das schon mal besser. Na, muss noch ein bisschen hier hinkommen. Oh Mann, ey. Sorry, ey, dass ich das jetzt hier gerade nicht schaffe. Ach, kacke, ey. Kacki, kacki. Ah, 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 ah. Bitte nicht runterfallen. Oh Gott, Checkpoint. Danke. Danke, danke. So, nächste Frage. Wie geht es deinen Ratten? Ich habe keine Ratten. Sorry. Da, warte. Was für PC-Specs hat dein PC von René? What? Keine Ahnung, Leute. Ich habe einen Laptop. Was verlangt ihr von mir? Und wenn ich aufnehme, habe ich... Wie viel FPS habe ich? So... 50, ja? Sagen wir mal 50, ja? Deswegen nehme ich immer 50. Weil es pendelt sich immer zwischen 30 und 60 herum. Oh Gott, was war das? Irgendwas ist aufgefallen bei mir. Extra Nervenkitzel, viel Glück. Muss ich da in das Wasser? Nee. Okay. Hä? Doch? Hä? Oh Gott, ich bin glaube ich zu weit, oder? Ja, ich bin zu weit. Nee, ich bin nicht zu weit. Hä? What are you willing for me? Sind da auch Spinnnetz? Oder muss ich so durch die einzelnen Wasserdinger da? Muss ich... Ach, ich bin blöd, oder? Ich bin echt blöd. Sorry. Habe ich nicht gesehen. Ach man. Was ist dein Lieblings-YouTuber im deutschen und englischen Raum? Im englischen Raum schaue ich mir eigentlich immer nur Reacts an. Und das war es eigentlich schon im englischen Raum. Von React zu Game of Thrones, ne? Oder... Ja, das war es eigentlich schon mit Reacts. Oder auf den offiziellen React-Kanal. Da schaue ich auch hin und wieder gerne rein. Weil das ist echt unter... Ach scheiße, ich hätte da hochgemusst. Oh Gott, ist das verwirrend hier mit... So, wo muss ich hoch? Da. So. Puh, Glück gehabt. So, weiter geht's. Oh, leider nicht, ich sehe schon. Hopp.
Aber die Leitern sind hier nicht allzu schwer. Das finde ich schön an der Map. So, und hopp. Die Parts, die werden immer so eine halbe Stunde lang. Ja, weil, boah, das Rendern, das dauert ja ewig, ja. Und das verlangsamt meinen Laptop. Das finde ich traurig. Ne? Also, nur so. Ach so, ich darf da nicht sofort. Okay. Ja, hopp. Was haben wir hier noch? Guck ich mal. Wen aus deinem Freundeskreis findest du am attraktivsten? What? Mich? Ja, ne, ich bin egoistisch, Leute. So kennt man mich, ne? Ja. Hast du Instagram? Ja, Moritz Granger. Danke. Wieso nicht Gambito? Weil ich Moritz Granger dort heißen möchte. Damit mich meine realen Freunde natürlich auch finden, weil ich poste da ja nichts mit YouTube oder so. So, ja, geschafft. 12 Minuten, 5 Minuten über der Zeit. Geil. Die Sprünge, ich fand's eigentlich ganz gut. Kreativität. Ja, war eine Zeit Leitern und Speed-Ding, ne? Ja, okay. Optik, ja, Optik war jetzt, ne. Ne, also mäßig. Ich bin mal nett. So, dann gehen wir direkt in das nächste. In das nächste. Ich habe außerdem King eingegeben. Ja, und dann kam das. Kingdom Hearts Kiss. Kingdom Hearts. Oh mein Gott. Ich habe zwar alle Teile gesehen und zwei Teile gespielt. Ich habe Kingdom Hearts 2 nicht gespielt, weil ich habe keinen PS4. Lies bitte die Schilder da vorne. Okay. Willkommen zu meinem Quiz. Regeln für dieses Quiz. Alle, die Kingdom Hearts mögen, sind willkommen. Alle, die Kingdom Hearts nicht kennen, schaut es euch an. Alle, die Kingdom Hearts hassen, wie auch immer, geht, verpisst euch und schreibt mich nie an. Info, ich werde mir nicht allzu viel Mühe geben, aber ich wollte ein Kingdom Hearts Quiz machen für die Fans und los geht's. Ah, oh, super. Leicht. Wie alt ist Sora im ersten Teil? 12? Alter, das weiß ich nicht. Leicht. Wie viele Jahre spielt Birth by Sleep for Time 1? 10? Oh Gott. Wer ist die Nummer 13 aus der Oh, Roxas. Das weiß ich sogar. Oh mein Gott. Wer ist der Typ in Braun aus Teil... Der Typ in Braun? Weil der Zeonat? Aus Teil 1? Ich glaube, da war es noch ein Herzloser, ja. Ja, wer ist cooler? Ich finde Roxas cooler. Danke. Als ob. Was hat er denn hier gemacht? Bin ich denn jetzt hier gelandet? Achso, hier ist ein Portal und dann kommt man wieder hier hin. Okay. Okay, interessant war, also ich liebe ja Kingdom Hearts, deswegen gibt es ein sehr gut. Sprünge, schlecht, beziehungsweise keine Bewertung. Und Optik war schlecht. So. Dankeschön für diese coole Map. Was haben wir hier noch? Warst, bist du gut in Mathe? Oh, kommt auf die Klasse an, ne? Jump King, heißt die beiden Jump King? Okay, also ist das gleiche, oder? Okay, The King is dead. Hört sich eigentlich ganz cool an. Boah, 17 Minuten. Oh, weiß nicht, ne? Vielleicht das nächste Mal. So. Haben wir hier noch Minus Dude und King Honey, Team King, Spiele King, Dropper King, Breaking Kingdom. Wie lange geht das? 8 Minuten? Ja gut, das machen wir noch und danach... Oh Gott, das lädt aber lange. Oh scheiße, das habe ich mir da eingebraucht. Okay, okay, warst du gut in der Klasse, in Mathe? In der Grundschule war ich immer sehr, sehr traurig, weil mir fehlte jedes Mal in jeder Arbeit ein Punkt für eine 1. Ich hatte immer nur eine 2 plus, ja. Also das... war schon immer sehr, sehr traurig, ja. Weil so Flüchtigkeitsfehler
sind immer passiert und das war nicht so cool. So, dann privates Gymnasium. Da, warte, ich muss überlegen. Ich glaube, bis zur 8. Klasse war ich sehr gut. Nein, nicht sehr gut, sondern gut. Also 2. In der 9. Klasse bin ich ein bisschen abgesackt. Eine 4. Und im Abi hatte ich eine 1 minus geschrieben. Oh, toll, oder, Leute? Toll. Ja, eine musste ich mich damals nicht für Ausbildung bewerben oder so. Meine 4 in Mathe ist, glaube ich, nicht ganz so cool. Ja, sonst, wie geht's euch? Was laber ich da im Abschluss? Im ZP10. Da hatte ich 1 minus, ja. Dann habe ich ja noch Abitur gemacht. Da hatte ich dann in Klasse 11 eine 3. Und Klasse 12 habe ich mich dann noch auf eine 2 plus hochgekämpft. Ja, super, ne? So. Wenn du unsterblich sein könntest, würdest du dich dafür entscheiden? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich möchte eigentlich eh den Rekord haben, der am längsten lebt. Ja? Ich weiß zwar nicht, wo er liegt, aber ich möchte ganz gerne 121 Jahre schaffen. Ja, das ist mein großes Ziel. Selbst wenn ich eingefroren werde, ja, und dann irgendwann aufgetaucht. Das ist mein Ziel, Leute. So. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Nein, ich bin... Warte, lass mich mal überlegen. Vor 5 Jahren ausgezogen mit 6... Warte, ich muss überlegen. 17, mit 17. Mit 17. Und... Seit letztem Jahr wohne ich auch in einer komplett anderen Stadt, in Düsseldorf. Und ja. So. Als was arbeitest du? Das bleibt privat. Ich arbeite nämlich gerade gar nicht. So. Welchen PC hast du? Laptop? Nervt dich diese ewige Fragerei? Nein. Wie alt bist du jetzt? Das bleibt ein Geheimnis. Ihr könnt es euch ausrechnen. So. Magst du Lilycraft? Ich weiß nicht, wer das ist, sorry. Willst du wieder öfter Fragen beantworten? Ja. Magst du Weißweiß? Ich war ja mal auf space.net Mod und ich habe ja nicht so viel mit ihm zu tun. Aber ich muss sagen, na, es geht. Keine Ahnung. Ich gucke nichts von ihm, ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt noch was macht. Ich fand nur den Server damals cool. Deswegen, ja. Nee, nicht so wirklich. Magst du Hexit? Oh ja, Hexit ist echt cool. Ja, vor allem die ganzen Zauberstäbe. Der Poisonstab ist mein Lieblingsstab. Weil damit nerv ich immer die Leute. Und da gibt es ja diese Raupen aus Twilight Forest. Das ist cool. Die machen immer so blöde Geräusche, ja. Und die verstecke ich dann immer in den An. In den Wohnungen. Boah, kann ich gar nicht mehr reden, Leute. In den Häusern der anderen. Warum antwortest du mir nicht? Ich mag keine X, hä? Warum bist du auf YouTube? Weil ich zu viel Freizeit habe, Leute. Was haben wir noch? Oder kann ich nur über was anderes reden? Nee, über Politik will ich nicht reden. Noch. Was ist ein gutes Thema, Leute? Ich hab, okay. Da wir ja King eingegeben haben, ne? Rede ich jetzt ein bisschen über die Könige, die ich so kenne. Hauptsache Fantasy-Könige, ja? Zum Beispiel die Königin von Narnia, ja, König Aslan ist ja mein Vorbild und so weiter. Ja, das Thema ist scheiße, Leute. Auf jeden Fall bin ich auch ein König. Ich bin auch König von Narnia. Ja, das habe ich vor rund 11 Jahren beschlossen, ja, dass ich einfach der König von Narnia bin. Weil viele sind ja der König von Narnia oder die Königin, ja, und ich bin
König von Narnia. Ja. Moritz Granger, König von Narnia. Oh Gott, oder? Der Prächtige. Nee, der Prächtige will ich nicht heißen. Sorry. Ach. Ja, Sport, nee. Keine Lust drüber zu reden. Ah! Genau, eine Serie, ja? Die dritte Staffel von 3% auf Netflix kommt raus. Ich war vorher abgeneigt von der Serie, weil die nicht auf Deutsch war. Ja. Also es gab keine deutsche Synchronisation. Aber ich habe mir dann nach 3 Monaten, weil ich fand das Thema so cool, doch noch durchgelesen. Durchgeschaut, ja. Und dann kam die zweite Staffel raus und dann war ich so. Oh Mann, wieder keine deutsche Synchronisation. Ach Mann, ja komm, quäle ich mich da trotzdem nochmal durch. Deutsche Untertitel sind vorhanden, nur so. Und oh, ich freue mich so auf die dritte Staffel. Da geht's um ein Mädchen. Also sagen wir mal, es geht um eine Stadt, die so eine Art wie die Hungerspiele hat. Nur nicht Hungerspiele, sondern eher so Tests macht. Die sind gefangen in so einem Cube, also in einem Würfel. Und da gibt es verschiedene Kammern, wo sie Aufgaben lösen müssen. Und es kommen nicht immer alle weiter. Und ja, komm, wir lesen mal eben hier durch. Hey, Timoliana, dies ist ein Teil des Projekts Hashtag FWAB. Doch wofür steht dieses Projekt eigentlich? Ganz einfach, es steht für Früher war alles besser. Um auf die negative Entwicklung von Jump World aufmerksam zu machen, haben die User Special City Man und Infinite Flow dieses Projekt ins Leben gerufen, damit wir alle zusammen etwas gegen die schlechte Qualität der Tagessieger machen. Doch man muss nicht Teil des Projekts sein, um etwas dagegen zu unternehmen. Das kannst auch du. Wir alle sollten versuchen, etwas gegen die negative Entwicklung zu unternehmen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß auf der Map. Nun dreh dich nach links für weitere Infos. Mitglieder von Fewop. Special blablabla Charisma Okiro. Oh, Okiro ist auch ein cooler Name. Ja. Easy East Fairy. Dankbarkeit. Auch cooler Name. DDHD und Infinity Flow. Boah, die haben hier aber sich Mühe gegeben. Ja, hier geht's los. Ja, auf jeden Fall 3%. Ja, die sind so ein Cube und müssen Aufgaben lösen. Ja, es ist so eine Art Auswahlverfahren. Es gibt nämlich eine Insel, wo die Leute nicht arbeiten müssen und die bekommen alles, also alles, was sie haben wollen, ja, umsonst. Und ja, da wollen halt die Auserwählten, die im Cube sind, ne, auch hingelangen. So, genug Infos, jetzt geht's auf zum Jump'n'Run. Nochmals viel Spaß auf meiner Map. Und die Hauptcharakterin, sie sucht eigentlich nur ihren Bruder. Der ist nämlich verschwunden nach dem Cube und kam nie wieder, wie die anderen Kandidaten. Und ja, und deswegen schloss sie sich dort an und meistert alles. Slime-Sprung. Aber ach, da hinten hin. Sind die unsichtbar, die Blöcke? Ja, gut. Gut, gut, gut. So, perfekt. Oh, die Wolken sind interessant gemacht. Ich weiß ja noch nicht, wieso diese komische Stäbe da drunter haben. Aber okay, ja. Hopp, hopp, hopp. Sonst habe ich, glaube ich, nichts geschaut. Die letzten Tage. Achso, 3% kommt außerdem. 7. Juni auf Netflix, die dritte Staffel, ja. Also müsst ihr euch anschauen, wirklich. Ist echt eine sehr, sehr gute Empfehlung von mir. Na, ist eine brasilianische oder portugiesische Serie von Netflix. So, hopp. Gut, hier haben wir einen Checky. Boah, ich sag immer Checky. Wer hat denn Checky eigentlich früher immer gesagt? Ich glaube, es war Stegi, oder? Stegi? Kann sein. Oh, nein. Komm, da komme ich da so hin, ja, gut.
Ah, Leute, das ist neue Pokémon, ne? Habt ihr den Trailer gesehen? Nächste Woche kommt ja am Mittwoch eine Direct. Und ich habe schon eine Entschuldigung parat. Für die Uni. Und ja, die habe ich auch schon abgegeben. Die haben gesagt, okay. Und dann kann ich ganz in Ruhe die Pokémon Direct sehen über Sword und Schild. Oh, da freue ich mich ja so drauf auf die ersten richtigen Pokémon-Spiele für die Switch. Ah, Mann, da bin ich dabei, Leute. Oh Gott, ich liebe Pokémon. Und ich werde wahrscheinlich das Wasser-Pokémon nehmen. Mimimon. Oh, der ist so süß. Der ist echt niedlich. Oh, so, hier runter. Okay, man kriegt keinen... Oh Gott. Man kriegt keinen Fallschaden. Ja, was haben wir? Oh, die Map ist eigentlich echt schön. Die Map ist wirklich schön. Ich würde auch gern so gut bauen können. Aber Leute, ich baue eh nur für Geld. Deswegen vergesst den Satz sofort. Ah, nee, Spaß. Ich mag bauen. Voll mit Leon. Ich bedenke, wie lange wir an unserer Jump World Map gesessen haben. Und dann wird Jump World einfach geschlossen. Das ist schon hart, hart traurig, Leute. Hart traurig. Hier runter, Slimy. Okay, ich muss da hin. Super. Super duper. Oh nein, Leiter. Bitte nicht so viele Leitersprünge. Ach, Glück gehabt. Und hopp. Okay. Aber hier sieht man auch, dass sie sich viel Mühe gegeben haben. Und ja, ist eine schöne Map. Ja, ich unterstütze den. Ich hoffe, diese Map war mal ein Tagessieger. Oder weiß nicht, was für ein Sieger. Hier runter. Und bin ich endlich da? Komm. Wollte nicht Scheiße sagen. Ich wollte Ach Mann sagen. Ach, immer noch nicht da. Puh. 7 Minuten. Ach komm, so schlecht war ich doch gar nicht, oder? Komm, ich möchte ganz gerne auch mal eine gute Zeit haben. Nicht so schlecht wie bei den ganzen Adventskalendern. 22, war das gut oder nicht? Ich weiß es nicht, ich werde es gleich sehen. Kreativität war sehr gut, Sprünge waren gut und Optik war auch schön. So. Ich hoffe, dir hat die Map gefallen und denk bitte immer daran, dass jeder etwas dazu beitragen kann, dass Jump World wieder so wird, wie es mal war. Falls du die anderen Maps des FABW-Projekt noch nicht gespielt habt, dann schaut mal gerne vorbei, es lohnt sich. Noch einen schönen Tag, viel Spaß auf Timolea. Ah, oh, cool. Ja, war eine coole... Boah, das geht ja hoch. Wow. Ja, das war's mit diesem Part. Ihr könnt mir jederzeit Fragen senden. Ja, wie auch immer. Ist mir auch egal wo. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein. Ciao.